Und wenn man das verneint, ist es Kirei Janai. Kirei Ja, Kirei Janai. Janai. Genau, also ich weiß nicht, ob wenn man jetzt Kirei Janai Hana, kann man zwar sagen, aber es klingt irgendwie komisch. Es wäre natürlicher zu sagen, Konohana, diese Blume zum Beispiel, Konohana wa Kirei Janai. Bei Janai, man kann das zwar im Satz sagen, aber es klingt natürlicher, wenn man das ans Satzende setzt. Man sagt ja auch im Deutschen nicht diese unschöne Blume. Ja, Man sagt genau. eher, diese Blume ist nicht schön. Ja, so Ja. diese Art ist es. Bei Ja. den I-Adjektiven funktioniert es viel, viel besser. Kawaii kunai hana. So kann man, klingt besser als kirei janai hana. Ja, man kann es auch so sagen. Ach so, dann ein Beispiel. Bendi. Bendi? Ja. Bendi Janai. Kennst du Bendi? Bendi ist bequem oder praktisch. Oh. Und Bendi Janai ist nicht praktisch. Bendi Zum Beispiel Deutsche no teure wa Bendi Janai. Nihongo no teure wa Janai. Bendi desu. Bendi. Nihon no? Nihon no? So, Nihon no. So. Ja, Nihon no teure wa Bendi desu. Deutsche no teure wa Bendi Janai. Dann, jetzt wird es ein bisschen kompliziert und zwar: Ski Ski. ist ein Na-Adjektiv. Ski. Ja. Ich weiß, mögen. Mögen. Aber das, wie kann man sagen, das funktioniert im Japanischen als Na-Adjektiv. Okay. Deswegen, man benutzt es ganz genau wie Na-Adjektiv. Ja, und man kann das davor und danach setzen. Also zum Beispiel Ski na Bando. Bando ist Band. Ski na Bando. Oder du kannst sagen, diese Band, Kono Bando wa oder Kono Bando ga Ski des. Ski des. Du kannst auch Kono Ga. Bando wa Ski des sagen. Das Ich hab's im Dings mit Ga, im ja. Kurs mit Ga gelernt. Genau, normalerweise ist es ga. Wa wäre einfach, wenn du sehr auf die Band jetzt. Das klingt eher wie, ich mag nur diese Band. Kono Bando wa Ski des. Ja, genau, also es ist ein bisschen schwierig mit dem Wa und Ga. Also was nicht mögen, was wäre das? Ski Janai des. Oder als Ski Janai, ja. Ski Janai, Genau, oder? Ski Janai, das kann man auch sagen. Ja. Genau. Dann als nächstes, wie man Adjektive verbindet. Wieder Kawaii als Beispiel. Kawaii, kawaiikte. Kawaii, kawaiikte. Genau, man spricht oft das K nicht als K aus, sondern nur als K. Kawaiikte. Wie bei Rakten. Genau, ja. Ja, dann mal ein Beispiel dazu. Isogashi Isogashi. heißt, man ist beschäftigt. Also so busy heißt es. Isogashi. Ja, Isogashi. Kannst du das verbinden? Isogashi. Kutte. Ja, Isogashi. isogashikute. Gashikte. Ja, Ah, isogashikute. isogashikte. Ja, zum Beispiel kann man sagen, kono otoko no hito wa isogashikute kirei. Zum Beispiel, dieser Mann ist Beschäftigt und beschäftigt schön. und schön, kann man sagen. Zum Beispiel. Ich habe jetzt ein I und ein Na gemischt, aber das ist dann, also das zählt nur das, was als erstes steht. Das Wie kann man man aber machen. das. Ja, natürlich. Ja, Ja, das wäre auch ein bisschen. ja, es wäre echt schwierig, wenn das nicht geht. Man kann nur jeweils eins benutzen. Ja. Okay. Dann. Chikai. Chikai. Chikakte. Chikai ist nah. Chikai. Und ich gebe dir mal noch eins. Furui. Furui. Furukte. Ja, und furui heißt alt. Alt. Ja, kannst du mal chikai und furui verbinden? Chikakte furui. Genau. Was könnte nah dran sein und alt sein? Vielleicht ein Schloss?
Shido? Shido. Hm. Shido wa chikakute furui. Shido Des. wa chikakute furui desu. Ja. Ja, wenn man generell nur Shido sagen würde, weil es ja im Japanischen kein der, die, das gibt, wäre es besser, wenn man halt Kono. Kono, Sono, Ano verwendet, also dieses, das, dort irgendwie sowas mit Würde dazu man sagt. Kono, Shido wa? Kono Shiro wa einfach, also Kono kann man einfach Genau, davor Kono setzen. Shiro wa chikakute furui desu. Genau. Sehr gut, das ist dann so Reiseführer Japanisch. Also kann man gut als Reiseführer Ich anwenden. werde mir diese Wörter, diese Sätze alle merken und mich als Reiseführerin Genau, bewerben. ja. Dann wieder die Sonderform i oder joi wird zu jokte. Jokte. Ja, genau. Also, Jokte genau, kann man zum Beispiel sagen. Also schön und Schön und gut oder gut und schön, schön. gut und schön. Ja, genau. Ja. Dann Na- und No-Adjektive sind leichter, finde ich, zum Verbinden. Also Kirei Na wird zu Kirei De. Kireide. Genau, also man kann vielleicht sagen schön und süß. Also, Kireide, kawaii. ja, zum Beispiel Kono Ryukku wa? Kono Yuku wa Ryukku, Rucksack. Ryuk. Ja. Kono Ryuk wa Kireide, kawaii des. Ja. Also genau, zum Beispiel Anata no Ryukku wa Watashi Anata no. no Ryuk wa kirei de kawaii desu. Sie hat gesagt, mein Rucksack, also dein Rucksack ist. Zeig ihn halt mal, wenn wir ihn die ganze Zeit anpreisen. Also, es geht um diesen Rucksack. Kirei de kawaii desu. Die Verneinung von des, mal kurz am Rande. Also, des heißt sein in höflicher Sprache. Das wäre in höflichkeitsneutral da. Ja, und da wird so janai. Ah. Genau, aber man verwendet da fast nie alleine, sondern man sagt meistens irgendwas da ne, da jo, da jo ne. Also zum Beispiel, ja, ski da jo, ski da ne, ski da jo ne. Und ski da sagt man nicht, dann sagt man nur ski. Ski. Oder ski na no, ski na no. Ski nano. Ja, Was? Skida ist einfach, man sagt, man, also ich höre das fast nie, dass Leute wirklich einen Satz auf da enden. Also man lässt es dann einfach immer weg. Aber Janai verwendet man oft als Abschluss von dem Satz. Also das halt sein und nicht sein. Und das in höflich wäre dann Dewanai. Devanai. Genau, und das wird hier mit H geschrieben. Das ist ja kein Wa, sondern ein H, was hier steht. Devanai, Genau. aber mit H geschrieben. Genau, aber das kommt wirklich nicht oft vor. Also ich glaube, wir haben jetzt schon fast alles in den Folgen gehabt, was mit H geschrieben wird und Wa War ausgesprochen ausgesprochen. wird. Devanai, also könnte man sagen, wann müsste man denn etwas höflich formulieren, dass etwas nicht ist? Das ist das Problem, dass es Devanai ist nur so halb höflich. Zum Beispiel dieses doch im Deutschen. Also wenn jetzt jemand sagt, so da jo, das ist so. Und der andere sagt, so Devanai. Ah, so ist es nicht. Ja, aber das ist halt so ein, das Ja. ist nicht ganz höflich, aber es ist auch nicht so wie so Janai. So ein Zwischending. Das hier ist die ganz höfliche Ja, die habe ich Variante. gelernt im Kurs. Dewa Arimasen. Und die höre ich fast nie in der Anwendung. Also eigentlich lohnt sich das gar nicht, das zu lernen, weil Warum? ich habe das fast noch nie gehört in Japan und in 4 Jahren. Also und ich habe mit Leuten geredet. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit irgendwie im Lockdown war. Aber ja, weil wir keinen Lockdown hatten in Japan. Jedenfalls, das wird dann zu Dewa Arimasen. Deva Arimasen. Genau.